In Salzburg haben wir im Rahmen von Luigi eine Schulung durchgeführt für die Vertreter der Obst- und Gartenbauvereine, wo wir das Trainingsmodul zur Einbindung der Bevölkerung zu Hilfe genommen haben. Pilotregion Südburgenland haben wir mit vielen Akteuren in den Naturparken an neuen innovativen Konzepten zur Erhaltung der Streuobstwiesen gearbeitet. Bei einem Streuobstwiesen-Aktionstag haben wir viele Schüler und die Bevölkerung erreicht. Beim neuen Programm Corporate Volunteering helfen uns Firmen, die Streuobstwiesen auch künftig weiter zu erhalten. Mit Luigi haben wir in den verschiedenen Regionen im Kanton Graubünden relativ viel für den Wert der Hochstammobstbäume als grüne Infrastruktur erreichen können, um den Wert eben für Natur, Kultur und Landschaft aufzuzeigen. Wir brachten viele Interessensgruppen zusammen, die sich nun dafür einsetzen. Durch die Luigi-Aktivitäten in der Metropolregion München, wie zum Beispiel den Streuobstwiesenwettbewerb Bayern sowie die Streuobstwiesentage in Freising, haben wir das Ziel erreicht, mehr Wissen zu generieren und mehr Bewusstsein zu schaffen für die vielfältige Bedeutung und Leistungen von Streuobstwiesen und heimischer Obstsorten. Grâce au projet Luigi, nous avons fait travailler ensemble des acteurs locaux, politiques, institutionnels, citoyens également, académiques, des business aussi, autour de la valorisation des infrastructures vertes. Chez Grenoble-Alpes Métropole, nous avons travaillé dans le cadre de Luigi sur l'élaboration de modèles économiques innovants permettant aux agriculteurs d'être moins dépendants des subventions pour la gestion durable de leur réseau de haies. Abbiamo coinvolto i principali attori locali che hanno espresso competenze e interessi diversi nella gestione delle infrastrutture verdi. E poi abbiamo costruito e condiviso una visione a 360 gradi di un fenomeno che per sua natura e per sue caratteristiche coinvolge non solo la sfera ambientale ma anche quella economica e sociale. Durante Luigi abbiamo mappato 11 servizi ecosistemici per quantificare la multifunzionalità degli ecosistemi alpini. Abbiamo identificato corridoi ecologici transfrontalieri e abbiamo avviato un'iniziativa locale per valorizzare i Baumgart, i frutteti estensivi tradizionali dell'Alto Adige. Grazie al progetto Luigi, oggi il nostro territorio dei Cinque Laghi di Ivrea ha maggiore consapevolezza del suo patrimonio e ha una maggiore capacità di lavoro in squadra per la valorizzazione dei servizi ecosistemici e delle infrastrutture verdi. S projektom smo spodbudili različne deležnike k razmisleku o varstvu in razvoju zelene infrastrukture ter preko delavnic, izobraževanj in dogodkov ozaveščali o vsestranskem pomenu travniških sadovnjakov. Eden izmed vidnejših rezultatov projekta, ki so pripomogli k prenosu znanja upravljanja zelene infrastrukture, so številne delavnice, ki smo jih s projektnimi partnerji izvedli v 10 pilotnih regijah alpskih držav. Luigi, we did it! 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 Luigi, we did it!